Das erste Buch Mose, Kapitel 19, gelesen nach der Textbibel. Die beiden Engel aber gelangten nach Sodom des Abends, als Lot gerade im Tore von Sodom saß. Und als Lot sie erblickte, erhob er sich, ging ihnen entgegen und verneigte sich bis auf den Boden. Hierauf sprach er: »Ach, meine Herren, kehrt doch ein in das Haus eures Knechtes zum Übernachten und wascht euch die Füße. Morgen früh mögt ihr dann eures Weges ziehen.« Sie aber sprachen: »Nein, wir wollen auf freier Straße übernachten.« Da drang er inständig in sie, bis sie bei ihm einkehrten und in sein Haus eintraten. Hierauf bereitete er ihnen eine Mahlzeit und buk ungesäuerte Kuchen, und sie aßen. Noch hatten sie sich nicht schlafen gelegt, da umringte die männliche Bevölkerung der Stadt, die Männer von Sodom, das Haus, jung und alt, die ganze Bevölkerung von allen Enden. Die riefen Lot und sprachen zu ihm: »Wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Bringe sie heraus zu uns, damit wir ihnen beiwohnen.« Da ging Lot zu ihnen hinaus vor die Tür, die Türe aber schloss er hinter sich ab und sprach: »Liebe Brüder, begeht doch nicht eine solche Schlechtigkeit. Hört an, ich habe zwei Töchter, die noch mit keinem Manne zu tun gehabt haben. Die will ich zu euch hinausbringen, damit ihr ihnen tut, was euch beliebt. Diesen Männern aber dürft ihr nichts tun, nachdem sie sich nun einmal in den Schatten meines Dachs begeben haben.« Da schrien sie: »Pack dich weg!« und sprachen: »Als ein Einzelner ist er hergekommen, um hier als Beisasse zu wohnen, und will nun immerfort befehlen. Jetzt wollen wir dir noch übler mitspielen als ihnen.« Und sie drangen hart auf den Mann, auf Lot ein und nahten herzu, die Türe zu erbrechen. Da griffen die Männer hinaus und zogen Lot zu sich hinein ins Haus und verschlossen die Türe. Die Leute aber, die vor der Türe des Hauses waren, schlugen sie mit Blindheit, klein und groß, so daß sie sich vergeblich mühten, die Türe zu finden. Und die Männer sprachen zu Lot: »Hast du noch jemanden hier? Denn wir werden diese Städte verderben, weil schwere Klage über sie laut geworden ist vor Jahwe. Daher sandte uns Jahwe, sie zu verderben.« Da ging Lot hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sprach: »Auf, verlasst diese Städte, denn Jahwe will die Stadt verderben.« Seine Schwiegersöhne aber dachten, er treibe nur Scherz mit ihnen. Als aber die Morgenröte anbrach, da drängten die Engel Lot zur Eile und sprachen: »Auf, nimm dein Weib und deine beiden Töchter, die hier gegenwärtig sind, damit du nicht mit weggerafft wirst wegen der Sündenschuld der Stadt.« Als er aber noch zögerte, da ergriffen die Männer ihn und sein Weib und seine beiden Töchter bei der Hand, weil Jahwe ihn verschonen wollte, und brachten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Und während sie sie hinausbrachten, sprachen sie: »Rette dich, es gilt dein Leben, sieh dich nicht um und bleibe nirgends stehen in der Niederung. Auf das Gebirge rette dich, damit du nicht mit weggerafft wirst.« Lot aber sprach zu ihnen: »Ach nein, Herr, dein Knecht hat nun einmal Gnade gefunden in deinen Augen, so daß du mir große Barmherzigkeit bewiesest und mich am Leben erhieltest. Aber ich bin nicht imstande, mich auf das Gebirge zu flüchten. Wie leicht könnte mich das Verderben ereilen, daß ich sterben müßte. Siehe, es ist da eine Stadt in der Nähe, dahin könnte ich fliehen, und sie ist nur etwas Geringfügiges. Dorthin möchte ich mich flüchten, sie ist ja doch nur etwas Geringfügiges, damit ich am Leben bleibe.« Da sprach er zu ihm: »Auch in diesem Stücke will ich Rücksicht auf dich nehmen und die Stadt, von der du sprichst, nicht zerstören.
Flüchte dich eilends dorthin, denn ich kann nichts unternehmen, bis du hingelangt bist. Darum nennt man die Stadt Zoar. Die Sonne war bereits aufgegangen, als Lot nach Zoar gelangte. Jahwe aber ließ auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen von Jahwe vom Himmel her und zerstörte jene Städte von Grund aus samt der ganzen Niederung und allen Bewohnern der Städte und dem, was auf den Fluren gewachsen war. Und sein Weib schaute sich hinter ihm um, da wurde sie zu einer Salzsäule. Abraham aber begab sich am andern Morgen früh an die Stätte, wo er vor Jahwe gestanden hatte. Und als er hinabschaute auf Sodom und Gomorra und den ganzen Bereich der Niederung, da sah er, wie ein Qualm vom Lande aufstieg, gleich dem Qualm eines Schmelzofens. Als aber Gott die Städte der Niederung zerstörte, da gedachte Gott an Abraham und geleitete Lot hinweg aus der Zerstörung, als er die Städte von Grund aus zerstörte, in denen Lot gewohnt hatte. Lot aber zog von Zoar hinauf und blieb auf dem Gebirge mit seinen beiden Töchtern, denn er fürchtete sich, in Zoar zu bleiben. Und er wohnte in einer Höhle mit seinen beiden Töchtern. Da sprach die Ältere zu der Jüngeren: Unser Vater ist alt, und es gibt niemand mehr auf Erden, der Umgang mit uns haben könnte, wie es aller Welt Brauch ist. Komm, wir wollen unserem Vater Wein zu trinken geben und uns zu ihm legen, damit wir durch unseren Vater unseren Stamm erhalten. Da gaben sie ihrem Vater in jener Nacht Wein zu trinken. Sodann ging die Ältere hinein und legte sich zu ihrem Vater. Er aber merkte weder, wie sie sich hinlegte, noch wie sie aufstand. Am andern Morgen aber sprach die Ältere zur Jüngeren: Ich habe also heute Nacht bei meinem Vater gelegen. Wir wollen ihm auch diese Nacht Wein zu trinken geben. Dann geh hinein und lege dich zu ihm, damit wir durch unseren Vater unseren Stamm erhalten. Da gaben sie ihrem Vater auch in dieser Nacht Wein zu trinken, dann begab sich die Jüngere hin und legte sich zu ihm. Er aber merkte weder, wie sie sich hinlegte, noch wie sie aufstand. Also wurden die beiden Töchter Lots schwanger von ihrem Vater. Und die Ältere gebar einen Sohn und nannte ihn Moab. Das ist der Stammvater der heutigen Moabiter. Aber auch die Jüngere gebar einen Sohn und nannte ihn Ben-Ammi. Das ist der Stammvater der heutigen Ammoniter.